Nach Schwab Rücktritt, neue strategische Ausschüsse des WEF als globales Superministerium, Täter-Opfer-Umkehr, dieses Dokument beweist, wie Migrantengewalt vertuscht wird und kann dieser Verdacht die Wahl entscheiden. Medien, Deep State wollte Trump töten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nach der Ankündigung von Klaus Schwab, im kommenden Januar als Chef des von ihm gegründeten Davoser Weltwirtschaftsforums zurückzutreten, zeichnen sich organisatorische Veränderungen an der Spitze des Globalisten-Netzwerks ab. Der einflussreiche Stiftungsrat soll künftig von 4 Ausschüssen dominiert werden. Deren Aufgabe ist offenbar, die strategischen Ziele des WEF zu definieren und dem Exekutivkomitee vorzugeben. Einzelheiten über die konkrete inhaltliche Aufteilung teilte die Organisation bislang nicht mit. Kritiker befürchten, bei den Ausschüssen könne es sich um eine Art künftige globale Schattenregierung durch das Weltwirtschaftsforum handeln. Schwab selbst wird nach seinem Rückzug als CEO an der Spitze des Stiftungsrates wechseln. Der 86-Jährige wird somit auch weiterhin maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung des WEF nehmen. Schwere Regenfälle haben am Wochenende im Saarland zu massiven Überschwemmungen geführt. Doch ging bei dem Unwetter tatsächlich alles mit, sagen wir, natürlichen Dingen zu. Ein Thema, über das ich mich mit dem Publizisten Christoph Hörstl unterhalten konnte. Wer sind die Kräfte, die hinter dieser Beeinflussung des Wetters stehen? Es geht ja nicht nur um die Wetterbeeinflussung, nicht? Es geht ja um die vielen Maßnahmen, die hier eingeführt werden, um tatsächlich unsere Demokratie zu untergraben. Bis hin zur tiefen Unterwanderung der Opposition kann man alles an der Friedensbewegung der USA gegen den Vietnamkrieg studieren. Da wurde das erstmal eingesetzt. Da haben alle Geheimdienste, die die USA hatte, von der CIA, US FBI und so weiter, innen eingesetzt, um zu unterwandern und zu unterminieren. Und das passiert hier auch. Wie kommt es, dass ein großer Teil der, wie soll man sagen, Corona-Bewegung von Viruslügnern, wie soll man sagen, durchsetzt ist? Sowas wird gefördert und das ist ein furchtbar ernstes Problem. Und hier an dieser Stelle wird gefragt, wer ist das? Ja, das ist ja die Frage, nicht? Das ist der berühmte Voldemort-Test, ja, wer Harry Potter gelesen hat. Wir dürfen ja nicht sagen, wer uns beherrscht. Wir dürfen das auch nicht diskutieren. Wenn man so wie Hörstl ankommt und redet vom Deep State und redet vom amerikanischen oder auch vom globalen Deep State, denn dass China nun Corona angefangen hat und mit welchen Methoden, das zeigt ja, dass es offenbar über den ganzen Globus geht und auch China erfasst. Wer ist das? Und da kann ich nur sagen, bin im Gespräch mit Regierungen und rege an, dass man einen Uni-Lehrstuhl gründet, um das zu untersuchen. Denn das könnte man natürlich untersuchen. Und ich habe eine Daumenpeilung gemacht, dass der Deep State zu 40% aus Milliardären besteht, und zwar Top-Milliardären, zu weiteren 30-40% vielleicht aus Drahtziehern, Personal, das ebenfalls sehr wohlhabend ist, auch Milliardär sein kann. Und dann kommen 20-30% Logenbosse und so etwas. Also Menschen, die Organisationen vorstehen, die das Licht der Öffentlichkeit scheuen. Und da gibt es eine ganze Menge, interessanterweise. Nicht bloß unsere lieben Freimaurer. Und das können wir alles diskutieren in diesem Buch Das Schwarze Reich, nicht? Das inzwischen hier offengelegt ist, dass ein Deutscher namens Tetzlaff das geschrieben hat. Und da wird erzählt, wie kam Hitler an die Macht. Aber richtig, nicht nur unser Geschichtsbuchmüll. Und diese Art Dinge müssen wir einfach wissen, wenn wir staatliches Geschehen beobachten. Und ich habe das veröffentlicht, an sehr interessanten Terminmöglichkeiten, die interessantesten meines Lebens. Und da stößt man dann in Kreise vor, in denen schlicht gewusst wird, nicht mehr rumgeredet. Und es ist sehr erstaunlich, dass man da merkt, dass das, was ich da sage und was vielleicht hier oder für Auf-1-Zuschauer etwas ungewöhnlich ist, dass das da oben bare Münze ist, völlig normal. Da verschwendet man nicht so viel Zeit damit, sowas zu diskutieren, was für diese Leute offensichtlich ist. Nur uns, dumm gehaltene Masse, kann man damit vielleicht beeindrucken. Das vollständige Interview mit Christoph Hörstl finden Sie auf www.auf1.tv.
Straftaten aus deutschfeindlichen Motiven werden beim Innenministerium des Landes Brandenburg auch als fremdenfeindlich geführt. Dies geht aus einer parlamentarischen Antwort der Potsdamer Landesregierung hervor, die auf 1 vorliegt. Dort aufgeführt sind Fälle im Bereich politisch motivierte Kriminalität. Ein genauer Blick in die Statistik lässt das sogenannte Framing, also die Einordnung der Fälle durch die rot-schwarz-grüne Koalition erahnen. So etwa bei einem Delikt am 7. November 2023 in Potsdam. Über die nicht näher genannten Täter heißt es, die Beschuldigten beleidigten den Geschädigten deutschfeindlich. Die Einordnung erfolgt im Bereich Hasskriminalität deutschfeindlich, fremdenfeindlich. Dass eine offensichtlich gegen Deutsche gerichtete Tat eben auch als fremdenfeindlich dargestellt wird, ist in dieser Statistik kein Einzelfall. Ebenso kategorisiert wird ein Zwischenfall vom 11. Oktober vergangenen Jahres im zentralen Asylheim von Eisenhüttenstadt. Das Innenministerium beschreibt den Ablauf mit folgenden Worten. Der Beschuldigte zeigte in der Erstaufnahmeeinrichtung den Hitlergruß, bewarf einen Mitarbeiter des Wachpersonals mit Exkrementen und beleidigte diesen. Ebenfalls als fremdenfeindlich bezeichnet die Behörde einen Vorfall am 4. November im Ort Joachimsthal. Konkret heißt es darüber, der Beschuldigte berührte eine Mitarbeiterin des Wachpersonals des Übergangswohnheims unsittlich, beleidigte sie und stieß sie anschließend weg. Könnte die Art und Weise, wie das Bundeskriminalamt politisch motivierte Kriminalität definiert, zu verzerrten Statistiken führen, durch die politische Entscheidungen beeinflusst werden? Das BKA teilt politisch motivierte Kriminalität in 4 Kategorien ein. Rechts, links, religiöse Ideologie und ausländische Ideologie. Jede Kategorie hat ihre eigene Definition, um entsprechende Straftaten zuordnen zu können. Allerdings könnten unklare Definitionen zu falschen Zuordnungen geführt haben. Eine rechtsmotivierte Tat könnte beispielsweise falsch erfasst worden sein, wenn sie nicht eindeutig unter die Definition fällt, die das BKA verwendet. Das wesentliche Merkmal einer rechten Ideologie ist die Annahme einer Ungleichwertigkeit der Menschen. Die bisherige Erfassung antisemitischer Delikte, wie die Berliner Zeitung gestern berichtete, ist ein Beispiel für eine solche Verzerrung. So wurden teilweise islamistische Straftaten fälschlicherweise der Kategorie rechts zugeordnet, weil die Polizei die Tat nicht eindeutig einordnen konnte. Laut einem Sprecher des Bundesinnenministeriums traf dies in etwa 10% der Fälle zu. Seit dem 1. Januar 2024 sollen solche Straftaten im Zweifelsfall in die Sparte nicht zuzuordnen fallen. Der Rücktritt des bisherigen AfD-Bundesvorstandsmitglieds Maximilian Krah war möglicherweise von Angriffen im Führungsgremium der Partei begleitet. Dieser fuhr auf 1 aus Parteikreisen. Demnach habe Krah seinen Verzicht auf die Mitgliedschaft in der Parteispitze zu Beginn einer Telefonkonferenz angeboten. Während der Debatte sei der Spitzenkandidat für die EU-Wahl dann vor allem von Parteichef Tino Chrupalla und dem Bundestagsabgeordneten Marc Jongen attackiert worden. Zugleich soll Krah jedoch auch Rückhalt von anderen Mitgliedern erhalten haben. Gegenüber unserem Sender hieß es, die Sitzung sei geprägt gewesen von vornehmer Zurückhaltung vieler und von wenigen, die begriffen haben, dass man unter Beschuss die Reihen schließen müsse. Die Freiheitlichen in Österreich werden sich offenbar nicht von der AfD distanzieren. Diese fuhr auf 1 aus Parteikreisen. Demnach wolle sich die Partei, wie es hieß, voll auf die Wahlen konzentrieren und hoffe auf einen deutlichen Stimmenzuwachs für patriotische Parteien in allen EU-Ländern. Das sei die Basis für den dringend notwendigen Stopp des EU-Wahnsinns. Die Frage der konkreten Zusammenarbeit stelle sich erst danach. Die FPÖ wolle ein möglichst breites Bündnis. Klar sei dabei, dass Deutschland als größtes EU-Land einen Beitrag leisten müsse und werde. Davor hatten das französische Rassemblement National und die italienische Lega angekündigt, im EU-Parlament künftig keiner gemeinsamen Fraktion mit der AfD mehr angehören zu wollen. Das Tauziehen um Julian Assange geht weiter. Am Montag ließ der High Court in London eine Berufung des Journalisten gegen dessen drohende Auslieferung an die USA zu. Doch was bedeutet diese Entscheidung für den WikiLeaks-Gründer? Und welche Folgen hat der Fall schon jetzt für die Pressefreiheit? Darüber habe ich mich mit dem Publizisten
und Journalisten Matthias Bröckers unterhalten. Die Veröffentlichungen von WikiLeaks über Verbrechen der US-Armee erfolgten auf dem Höhepunkt des Irakkrieges. Auch heute erleben wir wieder Kriege. Würden Sie sagen, dass die Berichterstattung der Medien vom Fall Assange geprägt sind? Also spürt man eine gewisse Zurückhaltung, die Wahrheit zu berichten, aus Angst, dann ebenfalls verfolgt zu werden? Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass der große Strom, der Mainstream unserer Medien, sowohl der öffentlich-rechtlichen wie auch der privaten, eine Agenda fährt, die eigentlich mit vernünftigem Journalismus nicht mehr viel zu tun hat. Und dass Journalisten, Kollegen, sogenannte alternative Medien oder YouTuber, Streamer und sonst was, die sozusagen am Rande der Großmedien publizieren, permanent Gefahr laufen oder gar nicht Gefahr laufen, permanent diffamiert werden als Kreml-Knechte, Putin-Versteher oder wenn sie gegen die israelische Kriegsführung da in Gaza protestieren als Antisemiten. Da ist natürlich schon im Moment auch was die ganze, ich habe es neulich in einem Gespräch genannt, die ganze Russophrenie angeht, dass wir einerseits, die Russen sind schwach, wir werden jetzt ihre Wirtschaft ruinieren, wir machen nur noch 3 Sanktionen mehr, ihnen gehen die Raketen aus und sie machen permanent Fehler. Andererseits, Putin ist der ultra böse Diktator und wenn wir ihn nicht jetzt aufhalten, steht er morgen am Rhein und wir müssen aufrüsten, kriegssüchtig werden und so weiter. Also dieses ganze Narrativ, was da massiv auf vielen Kanälen oder auf allen nahezu rübergebracht wird, das hat natürlich mit dem, was wir unter einem freien, seriösen, kritischen Journalismus verstehen, wenig zu tun. Das vollständige Interview mit Matthias Bröckers finden Sie auf www.auf1.tv. Norwegen wird Palästina als eigenständigen Staat anerkennen. Dies teilte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre heute Morgen mit. Demnach würde eine Zwei-Staaten-Lösung auch im Interesse Israels liegen, so der Politiker bei einer Pressekonferenz. Neben Norwegen hat auch die irische Regierung angekündigt, künftig die Selbstständigkeit Palästinas anzuerkennen. Das israelische Außenministerium warnte daraufhin, Irland würde Extremismus und Instabilität nähern. Auch Malta und Spanien planen entsprechende Schritte, haben aber noch kein konkretes Datum für die Anerkennung eines Palästinenserstaates genannt. Man stimme sich in dieser Frage jedoch eng mit Norwegen und Irland ab, verkündete der spanische Premierminister Pedro Sánchez. Die Biden-Administration genehmigte den Einsatz tödlicher Gewalt bei einer Razzia des FBI auf dem Anwesen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago, Florida, im August 2022. Das wurde am Dienstag durch die britische Tageszeitung Daily Mail bekannt. Als die Agenten das Gelände stürmten, um fast 10 Stunden lang nach geheimen Dokumenten zu suchen, wurden sie angewiesen, ihre Strafverfolgungsausrüstung zu verbergen und mit Munition, Handschellen und mittelgroßen und großen Bolzenschneidern anzurücken. Das geht aus Gerichtsdokumenten der Trump-Anwälte hervor. Das FBI behauptet, es sei standardmäßig vorgegangen. Doch mit Blick auf die vielen bisher gescheiterten Attentatsversuche auf den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner vermuten Beobachter, dass der Deep State Trump aus dem Weg räumen wollte. Doch der schien eine Vorahnung gehabt zu haben und hielt sich während der Durchsuchung in New York auf. Lange war es vor allem eine Warnung der Opposition. Deutschland stehe vor einer regelrechten Deindustrialisierung. Nun scheint diese Entwicklung begonnen zu haben, meint jedenfalls ein führender Vertreter der Industrie. Mehr dazu sehen Sie im Nachrichtentelegramm.
Der Chef des Gesamtverbandes der Metall- und Elektroindustrie, Stefan Wolf, warnt vor dem Verlust von 50.000 Arbeitsplätzen. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, größere Automobilzulieferer haben doch bereits Entlassungen angekündigt und ich befürchte, dass das eine richtige Dynamik entwickelt. Bereits heute könne er eine beginnende Deindustrialisierung Deutschlands erkennen. Der Rüstungskonzern Lockheed Martin hat offenbar weiterhin Probleme mit der Produktion des Tarnkappenjägers F-35. Demnach berichten Testpiloten vom Ausfall von Teilen der Software während des Flugbetriebes. Bereits im vergangenen Sommer hatte das US-Verteidigungsministerium die Abnahme neuer F-35 vorerst eingestellt. Auch die Bundeswehr plant die Anschaffung des Typs im Rahmen der atomaren Teilhabe. Die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen zur EU-Wahl, Lena Schilling, soll Pläne geäußert haben, nach dem Urnengang zur Linksfraktion zu wechseln. Erst im vergangenen November äußerte sie laut Medienberichte, sie, Zitat, hasse niemanden so sehr wie die Grünen. Schilling selbst dementierte die Aussagen. Ein Feuer in einem Berliner Studentenwohnheim ist offenbar durch einen defekten Akku eines E-Bikes ausgelöst worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach habe sich die Anzahl entsprechender Brände in jüngster Zeit erhöht. Durch das Unglück wurden 6 Menschen leicht verletzt. Das EU-Parlament hat gestern ein Gesetz über die Nutzung von künstlicher Intelligenz verabschiedet. Darin wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur biometrischen Massenüberwachung eingeräumt. Techniken zur automatisierten Gesichtserkennung werden von einer deutlichen Mehrheit der Europäer abgelehnt, wie eine Umfrage des YouGov-Instituts ergab. Nach wie vor sind in der Mehrzahl der deutschen Bundesländer keine Ermittlungen gegen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wegen der Affäre um ihre SMS mit Pfizer bekannt. Gegenüber auf 1 äußerten nun auch die Justizministerien in Schleswig-Holstein und Niedersachsen nichts von entsprechenden Verfahren zu wissen. In der vergangenen Woche hatten bereits die Hansestadt Hamburg, das Saarland, Bremen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern erklärt, keine Kenntnis von Untersuchungen gegen die CDU-Politikerin zu haben. Berlin und Sachsen-Anhalt hatten sich uns gegenüber für nicht zuständig erklärt. Damit bleibt Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland, das in der mutmaßlichen Korruptionsaffäre überhaupt Maßnahmen gegen die EU-Repräsentantin eingeleitet hat. Die übrigen Bundesländer ziehen es immer noch vor, in der Angelegenheit zu schweigen, obwohl sie rechtlich zur Beantwortung von Presseanfragen verpflichtet sind. Die Eichenhochzeit können Ehepaare nur selten feiern, denn an diesem Tag jährt sich das Jawort zum 80. Mal. Genauso lange verheiratet sind Ursula und Gottfried Schmelzer. Beide traten im Jahre 1944 vor den Traualtar. Heute ist das Paar 98 und 102 Jahre alt. Auf 1 wünscht beiden noch eine glückliche, lange gemeinsame Zeit. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.